Eine Kunstausstellung in Tokio hat ihre Besucher zum Diebstahl von Kunstwerken aufgefordert. Mit großem Erfolg. Binnen weniger Minuten ließen hunderte Menschen alles mitgehen. Wenn die Kunstwerke nur zum Mitnehmen wären, glaube ich nicht, dass es für die Künstler so spannend wäre. Die Besucher würden es auch nicht zu schätzen wissen, wenn sie die Werke kostenlos mit nach Hause nehmen könnten. Aber wenn sie sie stehlen müssen, dann wollen sie es umso mehr, weil es ein Risiko ist, etwas zu stehlen, auch wenn es nur eine Aktion ist. Ich fand es interessant, dass das Stehlen die Einstellung von Künstlern und Teilnehmern beeinflusst. Eigentlich sollte die Ausstellung anderthalb Wochen laufen. Wegen des Aufrufs zur Plünderung endete sie aber schon kurz nach der Eröffnung wieder. Der Aufruf der Ausstellungsmacher hatte sich im Internet schnell verbreitet. Vor der Galerie versammelte sich am Abend eine große Menschenmenge. Eigentlich hatte ich es auf ein anderes Kunstwerk abgesehen, mit einem saubereren 10.000-Yen-Schein. Aber jemand war schneller als ich und hat es halt mitgenommen. Also habe ich mir dieses hier geschnappt. Offenbar waren aber nicht alle Diebe mit ihren Kunstwerken zufrieden. Manche Ausstellungsstücke wurden wenig später in Online-Marktplätzen zum Verkauf angeboten, zu Preisen von umgerechnet bis zu mehreren hundert Euro.